So, ganz kurz noch die Panorama-Funktion in der Demo. Ich habe hier die Möglichkeit, das zu aktivieren, Panorama. Und dann kriege ich hier den Pfeil und sobald ich auf den Auslöser unten drücke, der ist da unten, läuft es und der Pfeil sagt mir ungefähr, wie ich mich bewegen soll. Also gibt mir in der Höhe und seitlich eine Vorgabe und so gehe ich da einmal durch. Da war jetzt natürlich die Umgebung hier denkbar schlecht, um ein ganzes Panoramabild zu machen, aber ihr habt gesehen, es ist sehr schön gesteuert, dass der Pfeil eben auch die Höhe anzeigt und die seitliche Bewegung. Und hier habe ich mal ein, zwei Bilder, Demo-Bilder von Apple, einfach diese Panoramabilder drauf. Das sieht natürlich perfekt aus. Wir müssen dann sehen, wie klappt es bei uns live. Ist auf jeden Fall ein nettes Feature, denke ich, und scheint mir auch sehr gut umgesetzt.